Ja, das sieht ein bisschen besser aus. Okay, Leute, so die Aufnahme läuft ja im Prinzip, ne, beziehungsweise der Stream läuft. Ich mache jetzt eine kurze Ansage und dann ja, geht's los. Ne? Moment. Pass auf, gleich geht's los. Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin der Chris von I Am Kong und ich begrüße euch immer recht herzlich. Schön, dass ihr wieder hier seid, hier zu Star Wars Jedi Fallen Order. Im Stream gespielt, für YouTube zugeschnitten und ja, hier momentan in unserem Raumschiff, von dem ich den Namen allerdings immer wieder vergesse auch. ja, genau so. Sie guckt genauso wie, ja. Fehlt nur noch, dass sie sich abgewendet hätte. Ich glaube, wir müssen hier erstmal irgendwo an den Holotisch und sagen, wo wir jetzt überhaupt hinwollen. Und ich habe mir da im Vorfeld gar nicht mal so große Gedanken gemacht, ne? Weil wir haben ja jetzt dann doch die eine oder andere Fähigkeit auch dazu wieder gelernt und Abkürzungen freigeschaltet und so weiter. Und jetzt ja, müsste ich im Grunde erstmal überlegen, wo man überhaupt hin muss. Beziehungsweise, warte mal, ich kann ja... Ich bin kein kleiner Blödmann. Holotisch. Fähigkeiten, Anpassung, Datenbank, technischer Leitfaden. Ich wollte jetzt eigentlich ganz clever gucken. Irgendwo steht doch hier meistens, was man machen soll, ne? Allerdings steht das nur, wenn man irgendwo auf dem Planeten auch ist. Verdammt. Ja, okay. Komm, wir benutzen den Holotisch. Cordova hatte überall auf Bogano Vorräte. Könnte sich lohnen, dort mal nachzusehen. Bogano. Was ist Bogano? Kashyyyk, okay. Zepho, Datomir, Bogano. War ich da schon? Ja, natürlich war ich da schon. Ich sehe 71% erkundet, aber... Okay, aber wir sehen oben, ne? Trifft Tarful und Marie auf Kashyyyk. Und ich würde sagen, auch wenn wir im Nachhinein wahrscheinlich auch noch hier einiges erkunden könnten und hier, ne? 83% erkundet. Okay, hier haben wir noch gar nichts, da waren wir aber nur ganz kurz. 71% Bogano. Wieso erinnere ich mich noch nicht mal an den Namen Bogano? Ist ja merkwürdig. Okay, Kashyyyk, 31%. Also dafür, das war da, da finde ich, da sind wir schon richtig rum. Egal, der spielt ja gar keine Rolle. Wir reisen nach Kashyyyk. Oh, keine Ahnung. Sie, trotz der vielen Action mit Ihnen beiden, sehe ich mir immer noch gern die Spiele an. Solange Sie Ihre Gewohnheiten im Griff haben. Oh ja, nein, natürlich. Ich bin nur ein Zuschauer, keine Wetten oder sowas. Kein gar nichts. Wirklich? Ja, mir geht's nur um die Unterhaltung. Nichts ist schöner als ein paar primitiven Grobiane beim Kämpfen zuzusehen. Coole Moves und rohe Gewalt. Ja! Ha, warum? Captain, ich bin beunruhigt angesichts Ihrer Begeisterung für eine derartige Barbarei. Oh, ja, also, das ist wahr, völlig barbarisch. Aber trotzdem... irgendwie unterhaltsam. Ich mag dieses Loading Gate, ne? Dieses okay, linke Quatsche. Wir sind da. So, und jetzt hier hat sich auch ein bisschen was verändert. Ne? Vorher war hier ein Wrack, jetzt liegt hier ein Echo. Was ist hier geschehen? Normalerweise würde ich meine Zeit nicht mit Aufständischen verschwenden. Oh, sie ist geschehen. Aber ich suche einen Jedi-Padawan. Und ich weiß, er war hier. Und dafür... werdet ihr alle leiden.
Wobei, mir ging jetzt gerade durch den Kopf, ne? Da möchte ich an der Stelle die Diskussion mal anregen. Ne? Ich meine, ein Jedi als solches, also es ist der Jedi-Orden, das ist schon klar. Ne? Man ist eben halt eins mit der Macht, bla bla, ne? Man ist ein Jedi. Aber, und jetzt kommt's, und das geht, ich weiß nicht, ob das durch die oder an der Übersetzung liegt, aber ein Jedi-Padawan ist doch eigentlich vom Erklären her falsch. Denn man geht ja vom Padawan zum Jedi. Und vom Jedi, ne, wird man dann zum Jedi-Meister. Also das sind ja auch unterschiedliche Ränge gleichzeitig. Ne? Das ist so ein bisschen wie die Sache mit den Siths. Ne? Also man beachtet die als Sith, obwohl das auch gleichzeitig eine ganz eigene außerirdische Rasse ursprünglich war. Ne? Diese, ja, wenn ich jetzt Rothäutigen sage, dann hört sich das komisch an. Also, aber die waren eben halt total rot. Ne? Meistens schwarze Haare und rot. Also die Siths waren selber auch eine Rasse. Ja, ich weiß, man sollte Rasse nicht sagen, aber in dem, wie nennt man das dann, bei Außerirdischen, ne? Also in einer fiktiven Geschichte. Ne? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, ne? Also mal so, also anregenderweise. So, Moment. So, machen wir mal ein Kärtchen auf und so, wuppdiwuppdiwupp. Wir könnten jetzt hier hin und dann sehen wir da unten, da könnte man durch eine Wand brechen, so wie es aussieht. Hier hinten gibt es so ein Ding. Ja, ansonsten gibt es hier tatsächlich erstmal gar nicht viel. Also ich würde glauben, mein Denken... ist ein Computer gewesen. Genau, die Werkbank und dann genau... Ja, genau. Jetzt, ich verstehe, genau. Joystick und Marie haben den Weg zum Treffpunkt mit Tafel markiert. Ich freue mich, dass du sicher bist. Ich konnte leider nicht früher kommen, aber ich habe Kashyyyk nicht aufgegeben. Es ist gefährlich hier. Saw ist schon weg. Die Verluste sind einfach zu hoch. Nein, ohne euch sind die Wookies chancenlos. Nicht ganz. Marie bleibt mit Choisig und Tarful hier, zusammen mit einem Teil der Truppen. Und du? Mein Kind hat bereits einen Elternteil verloren. Ich kann nicht bleiben. Aber ich und die anderen werden einen Weg finden, für die Sache zu kämpfen. Mach's gut, Marianna. Marie sagt, ihr wurdet überrannt. Ich ahnte nicht, dass es so schlimm würde. Mit dem Imperium ist es immer so schlimm. Aber noch hast du eine Chance, alles zu meistern. Ich werde euch helfen. Du hast schon so viel getan. Danke, Cal. Was ist das? Ein Gonk-Droide. Okay, jetzt allerdings sagte sie ja, ne, wir haben hier einen Pfad vorgegeben. Ich guck noch mal kurz. Ja, in die Richtung, schätze ich mal. Ne? Irgendwo da geht's nach unten. Da auch rüber oder wie auch immer. Bin mir jetzt nicht ganz klar, wie man da hinkommt. Ja, wobei ich fast überzeugt bin, dass da unten... Ach komm, gehen wir erstmal. Psst. Ach, und Moment. Pack. Einfach, weil ich es gerade gesehen habe. Ich gehe mal ganz kurz in die Einstellung. Gameplay und Grafik. Mir ist da letztens was aufgefallen. Nicht Kameraerschütterung, Bewegungsunschärfe. Mich stört das normalerweise beim Spielen nicht. Das fällt mir überhaupt nicht auf. Mir ist aber aufgefallen, dass wenn ich mir das später als Video angucke, da wirkt eben mal dieses Unscharfe in der Unschärfe. Naja, wie unschärf. Ne, das heißt, das wirkt, als wenn das Bild am Ruckeln wäre. Und deswegen wollte ich mal die Bewegungsunschärfe rausnehmen. Und gucken, ob das dann besser aussieht. So, chromatische Apparation. Körnigkeit. Ne, ich wollte nur das haben. So, bumm. Und bumm. Wie gesagt, man bewegt sich ja immer noch und so weiter. Und man hat dieses, ja, diesen Shutter. Wisst ihr, also die Umgebung, die bewegt sich ja mit der Kamera. Normalerweise würde sie sich ja verzerren. Was in Spielen halt nicht der Fall ist. Und das ist genau der Grund, warum man diese Bewegungsunschärfe normalerweise auch weglassen würde.
Ne, weil es halt nicht natürlich ist. Es wirkt eben halt immer sofort irgendwie komisch. Ne, ich lasse es mal so. Ich will es einfach mal testen. Ne, entweder sieht es dann besser aus letzten Endes oder sieht schlechter aus. So, wir sind hier angekommen, wie gesagt. Jetzt könnte ich mit dem Aufzug erstmal runterfahren. Das wäre in Ordnung. Interessanterweise geht es dann hier einfach so weiter. Warum ging es da vorher nicht weiter? Was ist anders? So, und da unten haben wir noch so eine kleine. Da würden wir dann hinkommen, wenn wir bla 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 bla. Bohrer hier. Ihr kennt den Weg gar nicht. Okay, dann würde ich mir den auch für später aufheben und tatsächlich erstmal den scheinbar geplanten Weg nehmen. Wir gehen also mit dem Aufzug erstmal nach unten. Hallo. Hat mich erwischt! Unterwegs. Du wirst nicht überleben. Ich schieße jetzt. Vorrücken. Echt einen Spaß aus dem, ne? Wollt ihn eigentlich über die Klippe gehen lassen hier? Bronzi oder Brunzi? Alter, schön. Kommando, der Haxion-Brot. Was ihr sagt, das sind die Haxion-Brüder wieder, ne? Für welche? Da so, genau in die andere Richtung. Moment, hier nach rechts, genau. Hatte ich hier bereits freigeschaltet. Ich erinnere. Hörst du mich? Nein. Ich habe deine Funkfrequenz von Tyr. Marie, bist du okay? Mir geht's gut, aber zu vielen anderen nicht. Hat Mirianna dir die Koordinaten gegeben? Hat sie. Bin unterwegs. Gut, wir sind gleich dort, können aber nicht lange bleiben. Das Imperium sucht uns. Ich komme so schnell ich kann. Ah, genau, das war der Grund. Hier gab's ein Seil. Ich muss also erstmal hier runter, da hinten rüber. Ja, ich mach mal. Bleib bei mir, BD. Die sehen schnell aus. Bedeutet, mach langsam, ne?
den Fortschritt hauen wir uns hier gleichzeitig wieder rein. So, einmal ausruhen. Fertigkeitspunkte sind auch wieder verfügbar. Ja, das kommt mir im Moment wirklich so vor, als wenn man hier mehr Punkte kriegen könnte, als man Skillpunkte ausgeben kann. Verbündete am Boden. Ich brauche keine Kämpfer zwischen mir und meinem Ziel. Ich hab nicht. Scheiße. Falschen Knopf gedrückt. Und dann auch noch zu spät. Du kannst nicht gewinnen. Doch, kann ich. Hier geht's bergab. BD. Nix BD. Ah, da ist da. Ja, ist klar. Marie, bist du da? Ich bin bei den Schattenlanden, bei einem Kampfläuferwrack. Den konntest du auch nicht. Warum kann ich das Ding nicht nehmen? Ich würde auch mal gerne so ein bisschen, ne? Hier, puh. Aha, aha, aha. Da unten, da ist doch was. Verdammt, da ist aber auch was.
Ich dachte jetzt hier mehr an dieses Ziplining-Ding, aber... Aber. Moment, Freunde. Gehen wir, hier. Ich weiß, wir können auch theoretisch wieder nach oben fahren, ne? Also würde mich jetzt schon interessieren. Streng geheime Geheimnisse sind ja immer geheimnisvoll. Eine geheimnisvolle Höhle. Wird bestimmt lustig. Es riecht nach... Was ist das? Pilz. Nach Ärger riecht das. Ja, auch nicht zu verdauen. Okay, wahrscheinlich kann ich da auch einfach drüber hupsen. Hey. Oh, da streckt er den Fühler aus. Das ist ja. Dieser ganz verfallen liegt. Das ist für die Sturmtruppen nicht zu glauben, ne? Wie die Stängel da einfach so angefahren kamen. Keine Diskussion. Nur wenn wir Kashyyyk verlassen, können wir überleben. Ich lasse die Wookies nicht im Stich. Ich nehme alle Kämpfer mit, die bleiben wollen. Dann werden sie zurückgelassen. Truppen abrücken. Los. Wir werden Tafuul finden. Vorwärts, BD. Chris flippt bestimmt aus.
Was eine unübersichtliche. Nein. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich hier zuerst latschen soll. Oh, schön. Step, Jedi Abschau. Verdammt, sollst du sein. Du besiegst mich nicht. Doch, weil du eine Pflaume bist. Bitte, hilf mir bitte. Einen scannen wollte er doch. Diese Dinger imitieren Gerüche als Falle? Das erklärt den Yoganbeerengeruch. Ziemlich gruselig. Ein bisschen schon, ne? Was ist aber passiert? Wir sind Dinge angefahren. Ja, jetzt ein Machtblitz. Auf mich anpicken zu wollen, du Pflanze, du. Mann. An alle! Rückzug! Wir geben euch Deckung! Wieder interessant, ne? Aber mit der anderen Seite ist man da auch nicht fertig. Das finde ich manchmal ein bisschen doof. Ne, ich wüsste ja jetzt nicht, wie ich hier zurückkommen soll. Ne, also müsste man das Ganze im Grunde nachher nochmal machen. Irgendwie habe ich das Gefühl, man macht hier eh alles irgendwie zweimal. Hast du so einen Ort schon mal gesehen? Ich auch nicht. Wackelt der Baum da hinten so komisch? So, gucken wir aber noch mal auf unseren Fertigkeitsbaum. Fähigkeitsbaum.
die Kraft der Freundschaft. Neige auch tatsächlich dazu, da den Punkt reinzuhauen, obwohl der drei Fähigkeitspunkte erfordert, aber die Machtsachen, die sind mir wichtiger als eben halt dieser Schwertkampf. Ne? Machen wir, komm. Mehr Macht ist mehr gut. Jetzt gucken wir uns den wabernden Busch hier an. Flunsch. Hui. Der hat ja Sachen drauf. Oh Mann. Hey BD, siehst du mal an. Was ist es, BD? Ohne Fragen zu stellen. Aber wisst ihr was? Neues Poncho-Material erhalten. Ich werde mal hier auf ein Knöpfchen drücken. Falsches Knöpfchen. Anderes Knöpfchen. Ne, Anpassung. Ich finde diese Ponchos ja echt hässlich, ne? Da sieht dieses Outfit echt noch am besten aus. Aber einfach mal, damit man halt mal was macht, werde ich mal hier im Poncho reinhauen. So, Outfit. Monteurscrew. Wächter. Ja, okay, warte mal. Das sieht man jetzt nicht wegen dem Poncho, ne? Der sieht eigentlich ganz drollig aus. Yeah, baby. Mantis, so hieß das Ding. Ja, guck mal hier. Das hat was. Ne, hat das was, das hat das was. Wie gesagt, der Poncho, der ist auch ganz schnell wieder weg. Ich wollte den halt nur mal... Ja, damit wir das auch mal gemacht haben, was wir hier eben halt sammeln. Ich finde das allerdings genauso ulkig wie die ganzen Lichtschwerter, die wir hier eben halt bauen können. Man sieht es nicht. Also, ne, so, auf jeden Fall nicht so, dass das gerechtfertigt wäre. Okay, das war ein Griff ins Klo. Irgendwann warte ich nur noch darauf, dass hier wirklich irgendwas aus dem Wasser kommt. Ernsthaft? Mein Interesse ist geweckt. Dem komme ich klar.